Wer von seinem Chef keinen Urlaub bekommt, hat jetzt die Möglichkeit, ein paar Stunden exotische Atmosphäre zu tanken. Denn in der Dobenaustraße gibt es seit kurzem eine Cocktailbar mit spanisch-südamerikanischer Küche. Robert Rau, Inhaber des Manjana, hat für TV3 gemixt und gekocht. So, für den Cocktail brauchen wir die Limetten. Das sind diese grünen Dinger. Nicht die Zitronen verwenden, das ist grundlegend falsch. Die wird geviertelt, die Limette. Nicht schneiden. So, die werden ins Glas gegeben. Und dazu benutzt man dann einen Caipirinha-Stößel. Den gibt es leider im Handel noch nicht zu kaufen, kann man sich aber besorgen. Über die Firma, die diese Spirituose herstellt. Dazu braunen Rohrzucker. 2 Teelöffel. Wer es etwas süßer haben möchte, kann auch 3 nehmen. Dann werden die Limetten mit dem braunen Rohrzucker zerstoßen. Brauchen wir ein stabiles Glas dazu. Gibt es auch das spezielle Caipirinha-Glas. Und dann schön die Limette mit dem braunen Rohrzucker zermanschen. So. Dann wird auf die Limette und den Rohrzucker Crash-Eis gegeben. Das können Sie auch herstellen, indem Sie Eiswürfel in ein Handtuch hüllen und mit einem Hammer zerschlagen. Es muss sehr fein sein. Das Glas wird aufgefüllt. Und zum Schluss gibt man den Cachaca drüber. Das ist ein Zuckerrohrbrand aus grünem Rohrzucker, nicht verwechseln mit weißem Rum. Der ist aus Zuckermelasse hergestellt. Das ist auch etwas teurer. So. Und dann über das Crash-Eis rübergeben. In einen Strohhalm. Das Ganze ein bisschen verrühren. Das ist ein schöner, fruchtiger Sommercocktail. Das ist mittlerweile der Favorit bei uns hier geworden. So, das ist alles. Zum Wohl. Neben ausgefallenen Drinks und Cocktails ist rund um die Uhr für den kleinen Hunger gesorgt. Außer der Tapas-Bar gibt es besondere Spezialitäten, zum Beispiel dieses spanische Gericht. So, ein schönes Maigericht habe ich rausgesucht. Das ist ein spanisches Gericht, so wie wir hier eben sehr viel spanische Küche kochen. Das sind Limettenkartoffeln mit grünem Spargel. Das ist ein kleines, leichtes Gericht für den Mai, also sowas für Diät oder auch für den kleinen Hunger. Dazu brauchen wir sehr gute Frühkartoffeln, zurzeit italienische auf dem Markt, deutsche weiß ich noch nicht, deutsche gehen natürlich auch. Dann grünen Spargel, den gibt es zurzeit überall, griechischen oder spanischen oder französischen. Und wiederum Limetten, meine Lieblingsfrucht. Die Limetten werden ausgepresst zu Saft, den habe ich schon mal vorbereitet. Dann brauchen wir Olivenöl und einen guten Honig, ich habe einen Akazienhonig gewählt. Und verschiedene Gewürze, die ich dann noch vorstellen werde. Zuerst werden die Kartoffeln ohne zu schälen gewaschen und mit reichlich Salz angesetzt, also Pellkartoffeln gekocht. Und in der Zeit, in der die Kartoffeln kochen, ich habe die schon mal auf dem Herd, können wir den grünen Spargel schälen. Der wird vom Kopf zum Spargelende hin geschält. Den Kopf nicht verletzen. Sauber schälen, dass solche Riefen auch mit runterkommen. Also pro 4 Personen braucht man ca. 1,5 Kilogramm Kartoffeln und ca. so ein 500 Gramm Packen grünen Spargel. Die Enden, die nicht so schön sind, schneiden wir dann ab. Sind auch etwas derb, die kann man noch für eine Suppe verwenden. So, ich habe schon mal die Kartoffeln angesetzt, den Spargel angesetzt. Beides wird in Salzwasser gekocht. Der Spargel ca. 15 Minuten. Die Kartoffeln brauchen schon ein bisschen länger, 25 Minuten. Die müssen aber noch schnittfest sein. Während das alles auf dem Herd kocht, habe ich hier schon mal vorbereitet den Limettensaft von 4 Limetten. Dazu geben wir Korianderblätter. Die gibt es getrocknet zu kaufen. Kann man aber auch im Garten frisch ziehen. Dann 2 Esslöffel Zucker.
Salz, nicht zu viel. Eine gute Prise weißen Pfeffer. Dann Frühlingszwiebeln klein geschnitten. Das sind diese Lauchzwiebeln. Ich habe hier noch welche. Moment, doch nicht. Hier habe ich noch eine, so sieht die aus. Und rote Salatzwiebeln, italienische. Das geben wir auch noch dazu. Das Ganze gut durchrühren. Das Brett brauchen wir nicht mehr. Dann ein gutes Olivenöl, Ihrer Wahl. Und im langsamen Strahl Olivenöl zum Limettensaft geben, kurz absetzen und gut durchrühren. Das Öl verbindet sich dann mit dem Limettensaft, das wird dickflüssiger. Und wenn die erste Bindung einsetzt, dann kann man das im ganzen stärkeren Strahl zusetzen. Das wird ein ziemlich dickflüssiges Dressing. Das Öl darf nicht mehr oben auf dem Dressing schwimmen, dann ist die Emulsion noch nicht vorhanden. Und da kann man gut ein Viertel Liter Olivenöl zusetzen. Das Ganze schön durchrühren. So muss es dann ungefähr, die Konsistenz muss es erhalten. So, und zuletzt noch einen guten Akazienhonig. Der rundet das Ganze noch ein bisschen ab. Gib mir einen Esslöffel dazu. Den kann man ruhig etwas später zugeben. So. Ready. Das Dressing hätten wir fertig. Das sind die gekochten Kartoffeln, die haben so eine kleine Salzkruste. Das ist typisch für spanische Kartoffeln, dass die in Meersalz, ziemlich viel Meersalz gekocht werden. Das darf sie nicht stören, das ist ganz normal. Wird halt ein bisschen kräftiger dann. Das ist dann die Salzschicht, die zurückbleibt nach dem Kochen. Dann werden die Kartoffeln mit Schale, das ist wichtig, deswegen haben wir neue genommen. So ältere Stücken können wir abschneiden. In Scheiben geschnitten. So, und dann werden diese Scheiben auf einen Teller oder in eine Salatschale gelegt. Wenn es für mehrere Leute ist, zu einer Party oder für ein Sommerfest, kann man da größere Gefäße verwenden. Das Ganze natürlich auch im größeren Rahmen machen. Dann frische Gartenkräuter, da habe ich Kerbel und Estragon genommen, was sie halt so im Garten haben, drüber streuen. Das ist der grüne Spargel, der ist abgeschreckt worden in Eiswasser. Kann man nochmal teilen, die hinteren Enden ein bisschen kleiner schneiden, die Spitzen ganz lassen, auch darüber geben. So, jetzt nehmen wir das Limettendressing und marinieren die lauwarmen Kartoffeln. Das habe ich vergessen zu sagen, die müssen lauwarm sein, wenn sie geschnitten werden, mit dem schönen, kräftigen Limettendressing, auch den Spargel. So, und dann kann man das Ganze sofort servieren oder man kann es auch kalt essen. Dann kann man es eben nochmal bis zu zwei Tage im Kühlschrank stehen lassen. Das ist eigentlich alles very simple. Bitte. Willkommen im Manana.